Widmer, sie erlebten im Jahre 1990 im Zusammenhang mit einer Erschöpfung eine Nahtoderfahrung. Wie kam das? Sehr jung habe ich mich entschlossen, selbstständig eine Schreinerei, eine Tischlerei zu gründen, welche in der folgenden Zeit dann rasch größer wurde und ich auch Angestellte und Lehrlinge hatte. Und dauernd kamen neue Aufträge in Hülle und Fülle. Doch das Ganze mochte ich mit der Zeit kaum mehr bewältigen im Büro, hatte noch keinen Computer und alles wurde mir einfach viel zu viel. Dann bekam ich auf einmal Probleme. In den Nächten konnte ich kaum mehr schlafen, bekam viele Angstträume und auch in den Träumen fing ich an, Pläne für Küchen und Schreinerarbeiten zu machen und war am Morgen kaum mehr erholt. Auf einmal bemerkte ich, dass mein Herz zu klemmen anfing und ich immer da an der obersten Grenze ging und war immer froh, wenn wiederum Freitag wurde und die Lehrlinge und die Angestellten nach Hause gingen, weil ich hoffte, ich könnte mich über das Wochenende wieder etwas erholen. Und einmal, als es auch wieder so schwierig war, war wieder Freitag, die Angestellten gingen nach Hause und da habe ich vom Bürostuhl aus in die Abendsonne geschaut und habe mir gesagt, mein Gott, für was sind wir denn hier auf dieser Welt? Und da habe ich gedacht, es ist doch sinnlos, dass hier so zu funktionieren, bis man schlussendlich einen Nervenzusammenbruch oder irgendeinen Herzinfarkt hat und nachher noch im Rollstuhl landet. Wenn das so ist, möchte ich das nicht und dachte noch, mein Gott, wenn das so ist, dann lass mich bitte gleich lieber hier in diesem Moment sterben. Wie ich das gedacht hatte, kam von oben her wie eine Brause herunter, eine angenehme Brause, und es fühlte sich so an, wie wenn ich zwischen einem Hochspannungsmast zwischen den Drähten mich befinden würde. Kurzen Moment danach war es so, dass ich alles ganz klar beobachten konnte, aber nur noch in Zeitlupentempo wahrnehmen konnte. Noch eine Weile saß ich auf diesem Stuhl und überlegte mir immer, was das sein könnte. Dann begab ich mich langsam durch die Werkstatt und alles, was ich da sah, war in Zeitlupe, eher Schwarz-Weiß-Bilder, alles. Und dann ging ich in unsere Wohnung hinauf und dann innerhalb der Haustüre blieb ich noch stehen und mit der Zeit legte ich mich dann ins Bett mit Blick nach der Zimmerdecke hinauf. Das mag jetzt etwa 17 Uhr gewesen sein oder kurz vorher und auf einmal wurde meine Körpertemperatur immer wie heißer und ich dachte noch, ich bekomme eine starke Grippe. Und auf einmal fing es mich an zu frösteln. Und auf einmal ging wie ein Feuer durch den Rücken hinunter und hinauf, Schmerzen, immer abwechselnd hinauf, hinunter und mit enormen Schmerzen verbunden. Und da dachte ich noch, was ist das jetzt, was ist das jetzt? Das wird ja immer schlimmer, ist kaum zum Aushalten. Als mir auf einmal ein Gedanke kam, ich müsste mich nicht so auf den Schmerz konzentrieren, wir seien ja nicht den Schmerz, wir seien ja nicht den Körper, wir seien mehr als der Körper. Und dann wurde das wieder erträglicher. Dann bemerkte ich, dass ich mein Kopf jetzt über 40 Grad sicher im Fieber war, und mein Körper schwitzte und dann hatte ich das Gefühl, jetzt bekomme ich kalte Füße. Und dann auf einmal interessierte mich das, ob das wirklich so wäre, dass die Beine und die Füße alles kalt wird. Und als ich hinunter langte zu den Knien, bemerkte ich eine messerscharf
getrennte Linie, unten eiskalt wie von meinem Leichnam und oben diese Hitze vom Fieber. Und dann bemerkte ich, dass das diese Grenze immer nach oben verschob und in die, zum Bauch, in die Bauchgegend. Und als es weiter hinaufkam, gegen dem Herzen zu, dachte ich, ja, jetzt werde ich sicher sterben, aber das ist mir auch gerade richtig so, dann habe ich die Probleme von der Werkstatt und alles nicht mehr, dann ist alles vorbei. Dann auf einmal fing ich an, an meine Geschwister zu denken, an meine Eltern, Großeltern, und irgendwie dankte ich noch allen da, was ich mit ihnen zusammen sein durfte. Und diesen Menschen, welchen ich etwas zu Leide getan hatte, die bat ich da in Gedanken noch um Entschuldigung. Und dann ging das immer weiter hinauf und das Herz fing immer mehr an zu klemmen. Auf einmal dachte ich da, mein Gott, dein Wille geschehe. Und dann hat es mich so, wie wenn man an ein Velodynamo-Rädchen dreht, so eine Kraft gegeben, welche mich auf der linken Seite der ganzen Länge aus dem Körper herausschälte. Dann war ich oben unter der Zimmerdecke, konnte hinunterschauen und sah mich unten im Bett liegen. Dann dachte ich, ja, wie sehe ich dann hier oben aus und schaute an mir herunter. Und dann sah ich mich so in Bekleidung, in bequemer Bekleidung, wenn ich etwa Ferien machte, in Jeans und mit einem T-Shirt. Aber es war mir völlig wohl dort oben und sah die Verbindung mit einem silbrigen Faden oder Schnur von meiner Stirne hinunter zu meinem Körper im Bett. In diesem Moment kam mir das Wissen, ah, das habe ich schon öfters erlebt, das ist ja die Silberschnur. Wobei ich sagen muss, ich habe mich da vorher nicht um solche Themen bekümmert. Aber ich wusste das einfach, dass das so ist. Und ich wusste, dass ich mit dieser Silberschnur, dass sich diese unendlich ausdehnen lässt. Und wenn dies aber reißt, dann fängt beim Körper unten die Verwesung an. Dann nennt man das, wir seien gestorben. Dann war ich noch einen Moment oben an der Zimmerdecke, beobachtete das noch ein wenig, aber immer ganz klar hatte ich da das Gefühl, konnte ich über alles überlegen, was ablief, aber vieles war mir wirklich fremd. Dann auf einmal von der Zimmerdecke ging es nach links unten, schräg unten, wie durch ein, hatte ich ein Gefühl, es wäre ein altes Plumpsklosettrohr. Ich rasant ging es nach unten und am Ende kam ich so auf eine, also auf eine Lichtung hinaus. Also ich sah auf die Welt vor mir, so einfach ganz normal. Und dort kamen Menschen auf mich zu, vorab wie ihre Führer und hinterab wie eine Gruppe, die welche diese Führer begleiteten. Dann kamen die zu mir und sie zeigten mir alles Mögliche und versprachen mir alles Mögliche, ob ich da Doktor werden will, ob ich irgendwie Architekt werden will. Arzt, alle möglichen Sprechen, ich müsste mich nur rasch entscheiden, was ich möchte. Sie versuchten mir alles Mögliche schmackhaft zu machen und ich erinnerte mich wieder auf einmal dort daran, dass ich ja kurz vorher noch in meinem Büro vor Überlastung eigentlich nicht mehr mochte und jetzt möchte ich doch nicht sofort gerade wieder etwas Neues, wo die Kräfte verbraucht, das habe ich nicht mehr, kann ich nicht mehr, das will ich nicht mehr. Und dann dachte ich nach einer Weile, wieso machen diese Menschen mir hier immer so Versprechen und so viel Druck, dass ich mich da entscheiden möchte.
irgendwie muss da etwas dahinter sein, psychologisch möchte ich das verstehen, was hier abläuft. Wie ich das gedacht habe, kamen ganz andere wieder Führer zu mir und hintendran eine große Gruppe von Psychologen und alles Mögliche, Pfarrer und irgend einfach gehobene Berufe oder bevorzugte Berufe. Und ich könnte auch das werden und das und das. Und als mir das dann auf einmal beobachtete ich, die hinten waren, hinter diesen Führern, und da bemerkte ich, dass dort irgend versteckt eine große Negativität war und auch ein Neid, ein großer Neid war unter diese Menschen waren nicht ganz glücklich dort dahinter. Und dann auf einmal, also ich wollte auch nicht so Arzt werden oder weiß nicht was, kam mir wieder ein Gebet in den Sinn oder ein Bruchstück von meinem Gebet und sagte, mein Gott, Jesus, bitte hilf mir, dein Wille geschehe, aber das hier will ich nicht mehr. Und das waren große Menschenmengen, die da vor mir waren und ihre Führer davor. Und ich sah Landschaft, ganz einfache Landschaft, hinter Hochhäuser, moderne Städte, alles war da, wo man sich wünschen könnte. Ich könnte auch eine Frau haben, irgendwie, je nach Wunsch, oder mehrere Frauen, alles wurde mir dort versprochen. Und wie ich das gesagt hatte, dein Wille geschehe, passierte plötzlich etwas. Ich fühlte mich wie 3 Meter hoch auf einmal und es sprach durch mich zu diesen Menschen, wisstet ihr nicht, dass alle irdischen Dinge Sinnestäuschungen sind, das wahre Reich Gottes ist im Himmel. Ich wusste nicht, woher diese Worte gekommen sind und diese Macht in diesen Worten, so, da bin ich richtig erschrocken darüber. Ich muss annehmen, ich bin irgendwie zu einem Kanal geworden dort für diese Worte. Und in diesem Moment, als diese Worte gesprochen waren, gab es urplötzlich wie dieser schwarze Tisch, eine schwarze Wolke über dieser Landschaft, riesige schwarze Wolke, alles war bedeckt. Dann strömten Blitze aus dieser Wolke heraus und dann, wie diese Personen gemerkt hatten, dass sie mich nicht für sich gewinnen konnten, veränderten sie sich blitzschnell und zeigten ihr wahres Gesicht. Dann fingen sie mich dort an zu verfluchen und zu beschimpfen und alles Mögliche einfach gegen meinen Glauben. Die wüstesten Wörter schmetterten sie mir zu. Und aus, wie diese Wolke, wie es blitzte, war es so, wie wenn das alles Ballone gewesen wären und in alle gleichzeitig mit einer Nadel gestochen worden wäre. Dann schrumpften diese Menschen und ihre Gesichter veränderten sich immer mehr zu richtig teuflischen Fratzen. Ihre Flüche wurden immer wie schlimmer und dann auf einmal versanken die, wurden sie so klein und versanken zuletzt vor mir im Boden. Dann war diese schwarze Wolke, hat sich diese schwarze Wolke zu einer stinkig gelben Schwefelwolke verändert gehabt. Kaum mehr Luft zum Einatmen, so fürchterlich nach Schwefel roch es. Und auf einmal verzog sich diese Schwefelwolke und dann war die Sonne oben und es war wieder ganz schön Landschaft, aber kein Mensch war mehr dort zu sehen. Einfach wirklich still und friedliche Landschaft. Dann stand ich dort, schaute mir das an und war allein.
dachte, ja, was mache ich jetzt hier? Was mache ich da? Dachte ich, ja, ich könnte mir das einmal in Ruhe anschauen gehen. Irgendwie kommt ja immer etwas Neues. Dann bin ich so nach rechts weitergewandert in die Gegend hinaus und auf einmal wurde die Gegend immer nebliger. Dann dachte ich, ja, hinter dem Nebel kommt auch etwas, ich gehe noch weiter, aber das wurde immer wie nebliger, 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 bis ich auf einmal bemerkte, da würde ich nie mehr zurückfinden. Dann fing ich wieder an, wie ein Stück vom Unser Vater anzubeten und Dein Wille geschehe, sagte ich wieder. Und in diesem Moment war ich wieder an diesem Punkt, wo ich vorhin gestanden bin. Auf einmal ging es mit mir rasant nach oben hinauf, durch einen Tunnel oder auch wieder, aber nicht mehr das schwarze Rohr wie vorher. Es war auch dunkel, aber anders einfach. Und das ging rasant hinauf und wie ich oben vom Tunnel ein Licht sah oder hell sah, kamen mir dort auf einmal bekannte Gesichter entgegen. Da kam die Großmutter, Großvater und früher Verstorbene und alle, die winkten mir so zu und freuten sich, dass ich da hinaufkomme und haben eine ganze Ahnengalerie kam vorbei. Und diese Bilder lebten, die von diesen. Und ich wusste, der Großvater war ein Jahr vor mir verstorben, bevor ich geboren worden war. Aber den kannte ich ganz genau wieder. Das ist ja mein Großvater. Und diese Bilder, wo mir hier entgegenkamen und lebten, sahen aus wie ovale Bilder in einem Museum, wo Menschen abgebildet werden. Nur bis zu der Hüfte waren die Menschen da drauf auf diesen Bildern, wo richtig lebten, wie wir hier. Und diese Bilder hatten keinen Rahmen. Diese Bilder hatten so einen auflöslichen Rahmen zur Umgebung, aber waren oval. Und diese Menschen waren allen wie hinter einem weißen Schleier. Aber sie sahen mich und winkten und hatten Freude dort, wenn es so kam. Und dann auf einmal, also diese Menschen gingen eher leicht etwas hinunter und ich immer an ihnen vorbei hinauf. Und auf einmal kam ich ganz rasch nach oben in ein weißes Licht. Von sowas habe ich vorher noch nie etwas gehört gehabt und meinte, ich sei auf einem Gletscher, weil ich früher einmal das Glück hatte, beim Bergsteigen am Weißhorn so auf einem Gletscher zu sein. Aber jetzt wusste ich, das muss noch viel, viel schöner sein, das muss so zu oberst auf dem Himalaya sein, wo ich da gelandet bin. Wie ich da in diesem Licht stand, in dieser von Liebe und voll von Liebe umgeben war, stand auf einmal jemand links neben mir und legte mir seine Hand, rechte Hand, auf meine linke Schulter. Ich versuchte zu verstehen, wer das sein könnte und wollte nachschauen und sah, dass es ein riesiges Wesen war. Ich muss annehmen, 2,5 bis 3 Meter hoch, kräftigster Statur und in einem weißen Leinengewebemantel. Und ich konnte so fest ich wollte hinaufschauen, aber sein Gesicht konnte ich nie erkennen. Auf einmal stand ich wieder vor einem Freilichttheater und ich sah ein riesiges Freilicht in einer Gegend hinaus und sah dort viele Menschen, wie sie dort ihre Rollen spielten. Und auf einmal wusste ich, diese Menschen, die haben gar keine festgeschriebene Rolle. Jeder spielt ja hier seine Rolle, ohne dass einer seine Rolle
persönliche Rolle hier hat, er spielt das aus dem Moment heraus. Ich dachte, so etwas ist Menschen unmöglich. Und dann sah ich mich auch als ein Spieler in diesem, ein Mitspieler in diesem Freilichttheater. Und auf einmal konnte ich sehen, wenn einer ganz rechts unten in einer Ecke für sich eine Entscheidung traf und etwas anders spielte, dass sich ja das auf die ganze Situation, auf das ganze Freilichttheater auswirkt. Jeder Mensch dort hatte die Freiheit, seine Rolle ständig zu verändern, und alle Menschen dort mussten sich ständig ihre Rolle dem wieder anpassen, um überhaupt mitspielen zu können. Das so etwas war für mich unvorstellbar, dass es so etwas gibt. Und dann, nachdem ich das gesehen hatte, stand das Wesen immer noch neben mir. Und jetzt sah ich mich im Spital, in einem alten Spital mit weißen Wandplatten belegt. Und ich sah meine Eltern zuerst, so wie sie auf dem Hochzeitsbild etwa abgebildet sind. Und dann sah ich in der Mitte von diesem weißen Spitalraum ein Bett oder so etwas Ähnliches, wo meine Mutter darauf lag und kurz zuvor geboren hatte. Ringsum waren etwa 5 Personen in weißen Schürzen dort um das Bett herum, und alle hatten Freude. Und auf einmal bemerkte ich, dass ich ja dort geboren worden bin. Und ich konnte auf einmal als Zuschauer sämtliche Gefühle von diesem jungen Mensch dort an meinem Bauch auch mitfühlen. Ich fühlte, dass es der Raum kalt, unangenehm kalt war, und dass sie mich so in einer Mini-Wanne wuschen, und dass das unangenehm war, aber alle Menschen um mich herum meinten es nur gut mit mir. Aber die Kälte, und das war gar nicht angenehm. Dann sah ich eine andere Situation, wie ich dort, wo wir zuerst gewohnt haben, vorne trug mich mein Vater, wie in einem Seidenraupenkoko so eingewickelt vor sich an seiner Brust, und freute sich, hatte Stolz, ging er vorne zur Haustüre hinaus, dann auf der Terrasse nach links, dort wieder um die Hausecke, links den Schopf hin, den Schopf, ja, sagt man. Und dann ging er dort noch einmal links in den Stall hinein, zu den Tieren, zu den Kühen, zum Kälber. Und dort sah ich, wie mich jetzt mein Vater in dieser Verpackung so leicht schräg an die Stallwand stellte und nahm eine Gabel und ging noch bei den Kühen oder Kälbern dort zu richten, etwas das Stroh zu richten. Dann auf einmal muss so ein Tier dort uriniert haben, und das hat so leichte Spritzer gegeben, welche mich ständig am Kopf irgendwie trafen, und dieses Gefühl war äußerst unangenehm. Und dann sah ich mich wieder zu Hause, und alle freuten sich an mir, das gab ganz wunderschöne Gefühle, und ich wurde immer wie grösser, konnte jetzt schon etwas gehen, und immer noch waren die Gefühle sehr angenehm für mich. Und mit der Zeit bemerkte ich, dass ich anders mit Denken anfing. Ich fing an, in Gut und Böse einzuteilen. Menschen, diese wusste ich, die sind gut, der ist böse und so. Und das gab wieder andere Gefühle auf mich zurück. Und dann wurde ich wieder etwas grösser, und auf einmal bemerkte ich, dass ich
anders zu denken anfing, wieder, ich war immer mich, aber das veränderte sich. Ich fing nachher an, mit meinem Ego irgendwie egoistischer zu denken und zu handeln. Und dann veränderte sich die Gefühle mit den Begegnungen, mit den Mitmenschen immer wie mehr. Wenn ich ihnen Liebe entgegengebracht hatte, im Sinn der Bergpredigt gelebt habe, war das die Rückmeldung sehr positiv und machte mich stärker und grösser und gab ein besseres Gefühl für mich. Das wurde Selbstwertgefühl wurde so immer stärker. Dann auf einmal sah ich ein Bild, welches ich nicht mehr vergessen konnte, als mir meine Großmutter etwas befohlen hatte und ich damit gar nicht mehr einverstanden war. Sie wurde so wütend über mich und verfolgte mich mit ihrem Gehstock in das Kinderzimmer hinein. Und ich hatte in einem Moment ihr schnell den Gehstock weggestupft. Sie fiel zwischen Bett und Fenster, da im Gängli hinunter, auf ihre Ellbogen, auf ihre Knie und lag am Boden und musste weinen. Und wie ich das sah, dieses Bild war kaum mehr zu ertragen, dass ich das mit ihr gemacht hatte. Und zugleich fühlte ich jetzt diese Schmerzen alle in meiner Bauchgegend, von den Knien, von den Ellbogen. Das war kaum mehr zu ertragen und ich musste nur noch weinen. Immer wie mehr stellte ich fest, wenn ich gut zu den Mitmenschen war oder ihnen aus, einfach aus Freude etwas zu lieb tat, dann war das in Ordnung und gut. Mit der Zeit schaute ich diese guten Dinge gar nicht mehr an, weil ich dachte, das ist doch normal, das ist doch menschlich, das macht man, das ist einfach so, das braucht nicht. Und dann gab es eine Sammlung von diesen weniger guten Verhalten da und die Schmerzen wurden immer wie mehr. Ich bemerkte, dass ein Wort, ein Gedanke und eine Tat die gleiche Auswirkung hatte. Alles, wenn ich schon nur schlecht dachte über einen Menschen, verletzte das diese Seele und diesen Schmerz kam jetzt wieder auf mich zurück. Auf einmal konnte ich nicht mehr anders und heulte dort nur noch vor mich hin und hielt die Hände vor die Augen. Ich kann nicht mehr sehen, ich will nicht mehr sehen, schrie ich noch, fertig jetzt und ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr. Und dann hat sich das Wesen, das stand immer neben mir und hatte immer die Hand auf meiner linken Schulter. Ganz ohne mich zu verurteilen, hatte viel Verständnis und sagte mir, Rudi, schau das dir an, alles an. Das muss einmal zuletzt jeder Mensch hier sich anschauen. Schau das an. Ich sagte immer noch, ich will das nicht und ich will das nicht. Und mit der Zeit hatte ich mich wieder etwas beruhigt. Und dann kamen wieder neue solche Eindrücke. Und dann war es wieder zu viel für mich, wie ich diese Rückmeldungen da alle fühlte in meiner Bauchgegend. Schmerzhaft, kaum zum Vorstellen. Dann war noch einmal diese Situation, wo mir dieses Wesen sagte, ich solle wieder hinschauen. Dann schaute ich nach einer Weile noch einmal hin und mir den Rest an, bis zu der Stelle, wo ich im Büro mir die Frage gestellt hatte, für was sind wir denn hier auf dieser Welt? In diesem Moment fragte mich das Wesen in ganzer voller Liebe, sag mir, Rudi, was kann man hier machen, da machen? Ich sagte nur noch und heulte, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich kann nicht mehr, ich weiß es nicht. Dann sagte er wieder, sag mir, was kann man da machen? Ich sage immer noch, ich weiß es nicht, ich kann nicht mehr. Und beim dritten Mal sagte ich noch so dazu,
Ich weiß nicht, jedenfalls nicht so oder einfach so, ja, ich weiß es nicht, aber jedenfalls nicht so. Mit dieser Antwort schien jetzt dieses Wesen neben mir ganz zufrieden zu sein und sagte noch zu mir, dann mach es dann in Zukunft besser. Dann habe ich gesehen, dass ich mit gutem Willen eigentlich und mit meinem Gebet oder mit nach oben mich gewandt hätte, eigentlich alle Prüfungen hier auf Erden ganz leicht bestehen hätte können, wenn ich das nur gewollt hätte. Und was mich am meisten ärgerte, war, dass die vergeudete Lebenszeit, dass ich die nicht besser benutzt hätte, um in der Liebe zu wachsen. Als diese Rückschau vorbei war, ging es weiter und jetzt hatte ich auf einmal ein Gesamtwissen über alles. Wenn ich mir in Gedanken eine Frage stellte, bekam ich gleich die Antwort. Und ich fragte mich dort, weil meine Mutter 30 Jahre krank gewesen war, warum müssen Menschen hier, so einer ist gesund, der andere muss so krank werden, warum ist das? Und dann hat es geheißen, dass wir eigentlich gar nicht krank werden müssten, dass wir uns eine Lebensaufgabe vorgenommen hätten. Und wenn wir nicht nach dieser Lebensaufgabe dann das Leben leben hier und davon abweichen, braucht es manchmal korrigierend eine Krankheit, um wieder auf unseren eigenen Pfad zurückzufinden. Und wenn wir nicht mehr auf unserem eigenen Pfad gehen, dann werden wir von außen manipuliert. Wir leben dann nicht unser eigenes Leben und werden von den anderen Menschen gelebt, mehr oder weniger gelebt. Und dann auf einmal war es so, wie wenn ich mit diesem Wesen, das immer rechts neben mir stand, wie im Weltraum wäre und unter uns die Erde sah, so wie wir gewohnt sind, Satellitenbilder zu sehen. Rasch wurde kam dieses Bild näher und ich sah dann die gesamte Erdbevölkerung, alle Menschen auf dieser Erde stehen, welche ungefähr alle einen halben Meter zueinander einen regelmäßigen Abstand hatten und alle zusammen wie mit einem feinen Silberfaden oder Gewebe, wie ein Spinngewebe verbunden sind. Da wusste ich, oh, das geht ja gar nicht, wenn wir da Menschen umbringen. Wir sind ja immer alle miteinander verbunden. Wir zerstören ja da etwas in Gottes Ordnung, in diesem ganzen Plan da. Und dann auf einmal sah ich diese Erde unter mir, aber richtig gut, alles war zu erkennen und ich sah so richtig paradiesische Gegenden, einfach Ferienorte, oder wo es einfach wirklich schön war. Und auf einmal entdeckte ich, dass es überall da so Flecken gab, wo es große Feuer hatte und blitzte. Und ich fragte mich, für was soll jetzt das wieder gut sein, wenn es doch so schön ist hier und daneben diese Flecken, wo es blitzt und Feuer ist. Dann habe ich die Antwort bekommen, dass überall, wo das sei Krieg, und überall, wo Krieg ist, würden immer diese Seelen karmisch wieder aufeinandertreffen, bis sie sich auch aus freiem Willen den liebevolleren Weg einschlagen möchten. So lange wären sie immer karmisch miteinander verbunden. Und jetzt wurde mir wieder ein Bild gezeigt, wo ich mich in unserem Dorf, in unserem Schützenhaus auf dem Schießstand befand. Und ich sah mich, wie ich dort hinter meiner Waffe lag und einen Schuss auf die Zielscheibe abgeben wollte. Dann konnte ich von oben mir zuschauen, hörte noch den Knall
Und dann sah ich überall die Tiere, Rehe, Vögel, Hasen, einfach alles, was da in der Gegend ist, wie sie sich Tiere erschraken und wie einen Schock davon trugen von diesem Schuss. Dann sah ich die Kugel ganz langsam in einem Bogen zum Ziel gehen, durchschlug das Ziel und hinten ging es in den Boden hinein. Und im Boden sah ich nachher die Würmer, die Käfer und die Kleinstlebewesen. Und diesen Tieren dort ging es noch einmal ganz genau gleich. Alle bekamen einen richtigen Schock. Wie ich das gesehen habe, wusste ich, ich werde keinen Schuss mehr abgeben im Leben. Und früher hatte ich eine Waffensammlung, da habe ich mit der Trennscheibe alles zerlegt. Das ist für mich heute unmöglich. Und wie ich gesehen habe, dass die alles da auf uns zurückkommt, da kann ich einfach gar nicht mehr anders. Ich bekam noch viele Fragen beantwortet. Aber es ist jetzt schon so lange her, oder ich konnte auch nachher nicht alle behalten. Es war so viel, das mit Tat gezeigt worden ist. Auf einmal bekam ich Vorausbilder gezeigt. Bei diesen Bildern hatte ich aber kein Gefühl mehr in der Bauchgegend. Und auf einmal bewegte ich mich fliegend über das Dorf hier. Und ich konnte durch die Dorfstraße die ganze Dorfstraße hinuntersehen und sah zu den verschiedenen Häusern überall eine Abzweigung, wo ein Graben aufgegraben war, und fragte mich, was soll das jetzt wieder hier mit diesem Graben durch die Dorfstraße hinunter? Dann hieß es, von der Wirtschaft aus würde Warmwasser zu den einzelnen Häusern geleitet werden. Damit war ich wieder zufrieden. Dann ging es wieder etwas weiter und dann sah ich ein Bauernhaus, welches auf einmal einen Anbau hatte, einen länglichen Anbau. Da fragte ich mich wieder, was ist jetzt das? Das gibt's doch gar nicht. Dann hat es geheißen, das ist die Zimmerei von R., wo der sich eine Zimmerei gebaut hatte. Und ich dachte, das gibt's doch nicht. Wir haben doch in unserem Dorf nur die Zimmerei und meine Schreinerei und nicht noch einmal eine Zimmerei. Und dann sah ich ein... Das waren Zukunftsbilder. Ja, ja. Dann sah ich die Heizung, das war 1990, und die Heizung wurde 2007 so gebaut und die Zimmerei, die wurde vielleicht 5 Jahre später gebaut. Und dann sah ich so eine Zimmermannskonstruktion, wo mich als Schreiner, Tischler beeindruckte, die Bauart einfach von da. Und da gab es einen Moment, wo ich einmal für den Michael einen Wagenschopf plante und ging zum Zimmermann hier und sagte, wie breit kannst du diesen Wagenschopf bauen ohne Stütze? Da sagte er, ja, wir nehmen da 3 Leimträger, dann geht das 12 Meter breit, kannst so planen. Dann habe ich das so geplant, und wie dann 2004 dieser Wagenschopf kam, hatte der mit einem Autokran dieses Gebilde, wo ich um 1990 gesehen habe, aufgestellt. Da sagte ich zum Zimmermann, was ist das? Das haben wir doch gar nicht so bestellt. Er sagt, ja, die haben ja bald genug. Er habe gedacht, er mache die Konstruktion so, das käme erst noch günstiger als dieser Leimbinder. Und jetzt ist das wirklich ein schönes, eindrucksvolles Gebäude geworden. Da links haben wir 2 Bauparzellen gehabt als Erbengemeinschaft. Die waren 1990 total unbebaut. Und wie ich da darüber flog, sah ich
diese beiden Häuser, wobei ich das nur das erste gut, mir gut anschaute, weil ich mir ständig dachte, da stehen daneben zwei gleiche Häuser, wieso hat das jetzt andere Fürsten und steht nicht in der gleichen Ausrichtung, ist weiß, hat ganz andere Dächer. Das ist mir ein Rätsel. Und diese zwei Häuser sind im letztes Jahr, also 22, sind diese beiden Häuser genauso gebaut worden, wie ich es damals gesehen hatte. Mir ist auch gezeigt worden, wie ich mit einer Frau im Dorf zusammen die Dachverzierungsleisten aussägte und wir zusammen immer viel lachten. Und dann wurde mir gesagt, dass ich einmal dort leben würde. Und ich dachte, wie ist sowas möglich? Die ist ja mit einem Freund von mir verheiratet. Das ist doch unmöglich, so etwas. Auch das ist so gekommen, wie ich es damals gesehen habe. Und dann ist mir auch gesagt worden, von dem, was ich hier erlebt hatte und dass ich davon erzählen gehen soll. Und es wurde mir eine große Menge mitgegeben, da zu erzählen. Und sie haben mir auch gesagt, ich solle dann sagen, was wir nach der Bergpredigt bestmöglichst leben sollten, so wie das uns Jesus damals gebracht hätte. Und wie ich die Zahl hörte, dachte ich, das ist unmöglich, das geht nicht, das kann ich nicht so vielen Menschen das weitergeben. Und das von Jesus zu erzählen, das fällt mir da auch sehr schwer, da ich ja von einem Landrestaurant komme, wo solches eigentlich nicht erzählt wird. Und jetzt ist es auch so weit geworden, dass ich da das so gemacht habe oder daran bin, das so zu erzählen. Dann wurde mir noch ein Bild gezeigt, wie ich 1990, wie ich in meinem Büro saß hinter einem Bildschirm, wo ich mir damals überhaupt nichts vorstellen konnte. Es wurde mir gesagt, dass ich in Zukunft als Einmannbetrieb weiterarbeiten soll. Die eine Hälfte soll ich von diesem Erlebnis anderen Menschen mitteilen und die andere Hälfte soll ich für den Betrieb arbeiten. Und ich meinte eher, es wäre ein Fernsehgerät in meinem Büro. Damals hatte ich keine Ahnung, dass ich einmal ein PC haben würde. Und dann habe ich versucht, so mit E-Mails, aber erst etwa 2007 oder so, habe ich mit E-Mails so meine Freunde angeschrieben und wollte ihnen das mitteilen. Mir wurde auch gesagt, dass wir nicht urteilen sollten, dass jedes Urteil eher eine Verurteilung wäre und sich karmisch wieder auf uns zurück auswirken würde. Mhm. Danach ging es mit mir auf einmal rasch wieder an diesem Faden zurück in den Körper, welcher schlafend zu Hause in mein Bett gelegen hat. Und irgendwie trat ich aber nicht mehr so seitwärts, eher durch die Stirne immer in den Körper hinein zurück. Schüttelte mich etwas und hatte immer etwas einen trockenen Mund und machte so einen kräftigen Atemzug. Und dann war auch dieses Fieber nicht mehr da von vorhin, war wieder alles praktisch normal. Aber was ich damals auch festgestellt habe, war die erste Zeit sehr schwierig danach. Irgendwie war es wie ein PC, wo man zurückgestellt hatte. Musste fast alles, ganz schnell konnte ich es wieder lernen, aber einfach immer gut überlegen, was es ist und wie so ein, immer eine Angst irgendwie durchgehen, also Schweißausbrüche und Angst, und dann war es wieder alles da.
Und was auch nachher ganz schwierig war, war, ich spürte die Mitmenschen ganz stark. Und manchmal wusste ich genau, was sie dachten und stellte fest, irgendwie, dass wir eher wandelnde Masken sind hier, da uns etwas vorspielend ständig. Dieses Gefühl, dieses ist jetzt nicht mehr so einfach. Es wäre auch gar nicht mehr gut gegangen, damit so zu leben. Ich spürte jede kranke Katze oder Hund und alles, was fehlte, und konnte damit überhaupt nicht umgehen. Wenn ich einkaufen ging oder in Menschenmengen hinein, da musste ich erbrechen. Das war nicht schön so. Mhm. 1990, nach der NATO-Erfahrung, hatte ich noch mehrmals ähnliche Erlebnisse, wohl nicht mehr in diesem Ausmaß, wo ich dann wieder danach in meinen Körper zurückgekommen bin. Da wurden mir damals noch Zukunftsbilder gezeigt von unserer Erde, wie die Zukunft werden würde, von Erdbeben und solchen Sachen, einfach von Wüstenbildern, wo ich nachher kaum verarbeiten konnte, so stark waren die. So hatten Sie nach dieser Erfahrung eine hohe Sensibilität gegenüber der Welt und auf alles, ja. Ja. Auf alles hatte ich eine hohe Sensibilität danach. Mhm. Herr Wittmer, Sie hatten im Jahr 2020 eine weitere NATO-Erfahrung. Ich war im Jahr 2020 dabei, an einem Bach mit dem Fadenmäher das Gras wegzuschneiden. Und ich musste ständig etwas husten und dachte, ich hätte eine leichte Grippe. Und das war aber mehr als eine leichte Grippe. Die anderen meinten schon lange, dass ich zum Arzt sollte, und ich fühlte das einfach nicht so. Etwa 3 Tage, also wie ich da mit dem Fadenmäher mähte, hatte ich in der Nacht einen Traum und sah mich im Spital in einem Spitalbett liegen. Da fragte ich mich im Traum, was mache ich hier? Warum liege ich jetzt im Spital in einem Bett? Und auf einmal standen neben mir wieder diese 2 weißen Wesen, und diese fragten mich, ob ich für sie ins Spital gehen würde. Sie zeigten mir einen großen Raum, eine Aula, und hinten, unten, so Sitzbestuhlung hinauf, hinten, rechts, unten standen etwa 7 bis 9 Menschen. Und sie erklärten mir, wenn ich für sie ins Spital gehen würde, dann hätten diese Menschen dort hinten, allein durch meine Begegnung würden diese Menschen in ihrem Leben einen Entwicklungsschritt machen können. Ob ich für sie ins Spital gehen würde. Sie sagten mir ausdrücklich, ich hätte einen freien Willen und sie würden all meine Entscheidung akzeptieren, ob ich Ja oder Nein sagen würde. Dann sagten sie zu mir, wie ich mich entscheiden würde. Ich überlegte und dachte, ja, das wäre natürlich schon etwas für. Wenn jemand helfen kann, macht man das doch einfach. Aber wie geht das dann für mich aus? Und ich fragte sie, wie geht das dann für mich aus? Komme ich nachher gesund wieder aus dem Spital zurück? Dann sagten sie zu mir, dass sie mir das nicht sagen würden. Aber ich hatte den freien Willen und ich konnte einfach Ja oder Nein sagen. Ich überlegte mir und dachte, ja, unsere Gesundheit, die steht ja sowieso in Gottes Händen. Da kann ich nichts machen, ob ich krank werde oder nicht. Ich sage, ja, ich mache das, wenn es jemandem helfen würde.
Dann sagte ich, ich mache das. Und sie fragten mich noch einmal, bist du dir wirklich sicher? Und dann sagte ich, ja, ich bin mir sicher, ich mache das. Dann haben sie mir erklärt, dass sie mir jetzt noch 3 Fragen beantworten. Eine Frage hatte ich immer über Beziehung, wo mich interessierte. Und diese wurde mir beantwortet. Und dann hatte ich eine Frage, ich hatte in der Zwischenzeit noch von unserer Zukunft schlimme Bilder gesehen und höre da immer wieder, ja, die Menschheit, die macht da so eine Entwicklung, es gibt einen sanften Übergang zur guten Zeit zuletzt, dass dort nicht so schlimm würde, wie ich da immer erzähle. Und ich sagte, ob ich mich 1990 da getäuscht hätte, als sie mir diese Bilder gezeigt hätten. Und dann kam gerade blitzartig, beide Wesen synchron sagten, diese Bilder hätten noch keinen Deut sich verändert. Es kam genauso die Zukunft, wie sie mir damals gezeigt hätten. Und dann zeigten sie mir noch ein weiteres Zukunftsbild, wo das dann vorbei ist, die schlimme Zeit, und die Menschheit dann eine Stufe höher, einen Neubeginn macht. Dann haben sie mir noch eine Frage beantwortet, welche ich mir seit 1990 immer stellen würde. Ich hätte mich immer fragen, ob ich im nächsten Leben auch noch ein Schreiner oder Tischler sein würde. Und da haben sie gesagt, nein, das würde ich nicht mehr ein Schreiner oder Tischler sein. Aber sie zeigten mir dann ein Bild von meinem zukünftigen Leben. Und wie ich das gesehen habe, habe ich mir so gedacht, nein, das kann ich nicht, das geht nicht, das geht nicht, da kann ich gar nicht bestehen, das geht nicht. Dann haben sie beide nur gelacht und gesagt, das geht dann schon. Du weißt ja, wir werden aus der geistigen Welt unterstützt und sie werden wir dann schon die nötige Hilfe senden. Und noch eine Frage hatte ich. Seit 1990 fragte ich mich immer, ob ich das hier richtig mache auf dieser Erde. Da habe ich ja vorhin den Lebensrückblick gesehen und fragte mich immer, wie sieht das jetzt aus, und sagte zu ihnen, könnt ihr mir noch einmal so einen Lebensrückblick zeigen? Ich möchte wissen, ob ich da noch richtig auf dem Pfad wäre. Da haben beide nur so geschmunzelt und haben gesagt, ein Lebensrückblick zeigen wird dir dieses Mal nicht mehr. Du weißt ja jetzt, wie es geht. Und ich habe vorhin habe ich noch gefragt gehabt, ich möchte wissen, ob ich das richtig mache hier, wenn ich von Reinkarnation erzähle und solche Sachen da von Zukunft oder so. Und dann haben nur geschmunzelt und haben gesagt, mach nur so weiter. 3 Tage nach diesem Traum lag ich dann genauso im Spital, wie ich das vorher geträumt hatte. Herr Wittmer, was für eine Auswirkung hatten all diese besonderen Erfahrungen, diese Nahtoderlebnisse, diese Zukunftsbilder auf Ihr Leben? Das hat gewaltige Auswirkungen gehabt. Als ich gesehen habe, dass alle unsere Gedanken, Worte und was wir tun, dass das alles immer wieder auf uns zurückkommt. Und es nützt nichts, nur die Sache zu begreifen, das, was wir anderen Menschen angetan haben, müssen wir wieder einmal in einer Verkörperung hier am eigenen Leib selber erleben. Das wäre eine Illusion zu glauben, dass das nicht so wäre. Das ist immer ein Austausch da. Herr Wittmer, herzlichen Dank für das Gespräch. Herr Tschulnig, ich danke Ihnen, dass Sie sich für mich da die Zeit genommen haben.
Ich weiß, mir ein wichtiges Anliegen, damit man da etwas nachdenklicher wird.